ist ein Sieg. Nichts wirklich Neues. Heute schon zum zweiten Mal erfolgreich gewesen, das Traditionsgebiet aus Bayern. Und die gratulieren im gesamten Team rund um Joko Ono Diamant und natürlich Trainer und Siegfahrer Dion Schwester. Das ist der Uwe hier. Ganz genau, der freut sich über den Applaus. Bekommt jetzt die Glückwünsche von Uwe Zevens, er der Schirmherr der Aktion For Children Living, wo quasi Rennpferde für Kinder jetzt wahrlich nicht gut gehen, laufen und damit dann eben auch Preisgeld verdienen. Das ist eine tolle Aktion. Das Siegerfoto wird geschossen, dann wird Christoph mal ein bisschen dem Fahrer auf den Zahn fühlen, denn der freut sich und wird heute hoffentlich noch für Furore sorgen. Ja, hier wird sich gefreut. Ich gehe zu Dion Tesla. Dion, Gratulation. Ja, danke, danke, danke. Ich stutte aber ganz gut. Wirklich gut. Was? Ihr erster Sieg heute? Ja, ich stutte gerade den Sieg. Sehr brav, manche Pferde sind dann. Ich stutte, ich bin ein guter Renner gelaufen, aber heute gewonnen haben wir nicht. Und du hast dich sehr gefreut über diesen Sieg. Du hast umgedreht, hast ihn direkt geklopft. Also, war das für dich eigentlich eine Überraschung oder war das die Bestätigung, weil du sagst, der Knoten, der Platz war? Nein, ich tue eine feine Stunde mit der Arbeit und eine feine Stunde mit dem Fahrer. Das ist ja. Wir müssen kurz über Officer Steven sprechen, den Pokal. Du musst es ihn zu Hause lassen. Warum? Ja, aber schade, Officer hat gestern leider ein bisschen Fieber bekommen. Und da kann schade, was ein toller Tag, tolle Rennen, viele Leute. Aber er musste für das Pferd das Beste machen, dus die bleibt. Ich jetzt schön in so einem Paddock. Das ist nicht anders, leider. Damit sind die Schwedenpläne, Schwedencup, Elite-Look, das war ja euer Ziel. Sind die damit auch ad-acta? Ja, wir müssen gucken, wie die da rauskommt und das ist noch nicht vorbei, aber wir gucken weiter. Der Tag ist auch noch nicht vorbei für die Tesla. Jetzt aber mal der Siegerapplaus für unsere Sieger hier im dritten Rennen. Joko, Ono, Diamant und Dion Tesla. Also wenn man die Augen zumacht, habe ich kurz gedacht, Jules Stevens hat mit uns gesprochen. Das ist ja hier eben auch eine lange Tradition, die holländische Freundschaft. Die Null muss in dem Fall nicht stehen, sondern ganz im Gegenteil. Er hat dafür gesorgt, dass er einen tollen Sieg erleben durfte, auch wenn es im Hauptrennen dann nicht der Fall sein wird. Jetzt geht es auf die Ehrenfahrt, da kommen die Sieger an ihnen allen noch einmal vorbei und werden dann eben auch ihnen nochmal Respekt zollen. Gratulation an die Gewinner von wir unterstützen die Rettungsinitiative Kinderkriegsstudie V. Süsseler. Damit kriegsstarke Kinder und deren Familien. Über diverse Aktionen, Veranstaltungen der Renntage kommen Spenden zusammen, aber vor allem wird unter anderem Charity Children mit Gustav für Children, Hope für Children und der Angelo für Children. Und Sie waren auch seitdem auch durchaus erfolgreich. Also es sind ein paar Euro mit dem Ansporn für die Kinder zusammengekommen. Können Sie ein bisschen rübergehen, damit für die Kamera da ein bisschen anlegen? Also ja, Entschuldigung. Und im letzten Jahr Rennpreise in Höhe von 8.000 Euro. Von dem Augenblick haben die Pferde einen riesigen Lauf. Also es sind schon vier Siege dieses Jahr nur durch die Charity-Pferde zusammengekommen. Und wir hoffen, dass es da so weitergeht. Das hoffen wir da auch für die Kinder und natürlich für die gute Sache. Erstmal ein großes Kompliment für das Engagement. Du hast es selber gerade angesprochen, es gibt auch einen Renntag, der auch unter dieser schönen Herrschaft steht. Der wird nicht hier in Gelsenkirchen stattfinden, aber nicht weit entfernt. Wann und wo? Ja, am 16. September, so wie mein BVV. Einige Kilometer von Kleve entfernt. Wir sind dies Jahr leider auch am Samstag. Aber gut, wir hoffen, dass die Resonanz genauso groß ist. Dann drücken wir die Daumen für den September, also in der Pokal geht es dann zur Sache. Uwe Zevens und sein Team sind von der Leidenschaft für die Kinder und das sind wir definitiv auch. Und jetzt wollen wir mal hören, was finanziell rausgekommen ist für Sie im dritten Rennen. Hier sind Ekersprung und Polen.